Wir werden auch bei den Therapeuten diesen Weg weitergehen. Ich will zuletzt noch ein paar Worte zu Europa sagen. Die Europawahlen stehen ja vor der Tür und ihr wisst, wir haben diesen 1. Mai unter das Motto gestellt: Europa jetzt aber richtig. Europa ist leider in keiner guten Verfassung im Moment. Der Reichtum ist immer ungleicher verteilt. Hier in Deutschland ist der Reichtum so ungleich verteilt wie vor 100 Jahren. Das heißt, die Reichen haben ein genauso großes Stück vom Kuchen wie damals im Kaiserreich. Das ist nicht zeitgemäß. Dagegen gehen wir auf die Straße und dafür muss sich auch Europa ändern, denn für uns ist klar, Europa wird entweder sozialer oder Europa wird scheitern. Deswegen ist es wichtig, dass ihr am 26. Mai alle wählen geht. Wir sagen nicht, welche Parteien ihr wählen sollt, aber wählt bitte Parteien, denen ihr zutraut, dass sie dieses Europa verändern, dass sie es besser machen, dass sie sozialer machen, dass sie für gute Arbeit sorgen, dass Europa demokratisch wird. Heute feiert schön den 1. Mai, lasst uns hier alle in der Sonne eine gute Zeit miteinander haben. Ab morgen kämpfen wir weiter für gute Arbeit und hier auf der Bühne freue ich mich jetzt sehr auf die nächsten Beiträge mit euch zusammen. Vielen Dank. Bei den Beschäftigten gibt es den dringenden Wunsch nach einem Weihnachtsgeld. Wir erbringen Tag für Tag gute Leistung und harte Arbeit. Am Ende des Monats reicht der Lohn für viele Kolleginnen und Kollegen leider nicht zum Leben aus. Auf der anderen Seite profitieren die Unternehmen durch unsere gute Arbeit und machen stetig noch mehr Gewinne. Daher sagen wir, da muss auch was für uns drin sein. Wir fordern eine Wertschätzung am Jahresende. Wir fordern Respekt für unsere gute Arbeit und harte Leistung. Wir fordern ein Weihnachtsgeld. Wir fordern Qualifikation und Berufserfahrung muss sich finanziell lohnen. Wir fordern ein Weihnachtsgeld und wir fordern, dass Mehrarbeitszuschläge für alle Beschäftigten gelten. Wir werden auch bei den Therapeuten diesen Weg weitergehen. Und die Geschichte lehrt uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, nichts ist es uns in den Schoß gefallen. Jeder Millimeter an gesellschaftlichem Fortschritt muss erkämpft werden. Und die Wahrheit ist, es ist die Arbeiterklasse, die die verlässliche Kraft für Freiheit und Demokratie in diesem Land ist. Und deshalb sind wir zusammengekommen und deshalb demonstrieren wir heute hier. Lasst mich als letztes großes Thema meiner Rede die Rente ansprechen. Aktuell dabei im Fokus der Vorschlag des Bundesarbeitsministers Hubertus Heil zur Schaffung einer solidarischen Grundrente. Diese Grundrente würde die Altersarmut bekämpfen und gleichzeitig die Arbeits- und Lebensleistung von Millionen von Menschen aufwerten und damit würdigen. Und profitieren würden von einer solchen solidarischen Grundrente zu 3/4 ganz überwiegend, also Kolleginnen und Kollegen und Frauen. Wir haben auf vielen Demonstrationen in den letzten Jahren allen Grund gehabt, Kritik zu üben an der Rentenpolitik der Bundesregierung. Und wir haben mit Kritik auch nicht gespart. Und deshalb an dieser Stelle ganz klar, die aktuellen Vorschläge von Hubertus Heil verdienen unsere absolute Unterstützung. Und sie greifen viele Vorstellungen und Ziele der Gewerkschaften auf, die wir seit langem haben. Und ich formuliere das so bewusst positiv, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil wir sind ja nicht durch mit dem Thema. Wie ihr wisst, gibt es einen veritablen Streit in der Bundesregierung um diese Pläne. Und dieser Streit entzündet sich daran, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll bei dem Anspruch auf eine solidarische Grundrente. Der Bundesarbeitsminister sagt nein. Und er hat recht. Wir werden auch bei den Therapeuten diesen Weg weitergehen. Und so fragen wir uns, wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen für die EU oder auch nur für die Wahl begeistern sollen, wenn diese Politik, die sie direkt betrifft und mit EU begründet wird, sie so sehr verunsichert.
Welche Möglichkeiten gibt es heute, die aber noch nicht genutzt werden? Soziale Kriterien und Tariftreue wurden bereits heute in Ausschreibung aufgenommen und könnten Lohndumping verhindern. Die Verkehrssenatorin möchte jedoch keinen Gebrauch davon machen. Stattdessen heißt es so, ihre Fachkräfte und Expertise auf dem Arbeitsmarkt werden dringend gebraucht, die Firmen werden Schlange stehen. Oder aber, wer arbeiten möchte, findet schon etwas. Der Arbeitsmarkt sucht händeringend deutsche Fachkräfte. Solche Aussagen machen uns regelrecht wütend und stinksauer. Wie realitätsfern und arrogant kann eine Senatsverwaltung gegenüber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eigentlich auftreten? Das ist doch eine Unerhörtheit. Wir haben einen schwerbeschädigten Anteil von ca. 7,5%. Ob sich der Arbeitsmarkt um diese Leute reißt, wir mögen es zu bezweifeln. Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job nicht mehr ausführen können, zum Beispiel aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen bei einem Lokführer. Ob sich auch der Arbeitsmarkt um so eine Leute reißt, wir mögen es zu bezweifeln. Über Jahre ist es uns gelungen, diese Kolleginnen und Kollegen neu zu qualifizieren, neu auszubilden und ihnen eine neue berufliche Perspektive zu bieten. Keiner ist aus gesundheitlichen Gründen oder ähnlichen entlassen worden. Uns ist es als Interessensvertretung gelungen, hohe Sozialstandards durchzusetzen und das sollte politisch eher unterstützenswert sein, als jetzt ein Wettbewerbsnachteil bei Ausschreibungen. Und wie steht es um die Fahrzeuginstandhaltung? Allein in unserer Hauptwerkstatt in Schöneweide sind über 450 Kolleginnen und Kollegen mit der schweren Instandhaltung und Komponentenaufarbeitung beschäftigt. Dieser Standort hätte im Falle des Verlustes der Fahrzeuginstandhaltung auch nur eines Loses keine Zukunft mehr. Damit wären gute Industriearbeitsplätze aus der Region verschwunden, weil diese Leistung vielleicht nur noch beim Hersteller oder wem auch immer erbracht werden würden. Diese Firmen haben ihren Sitz nicht in Berlin oder Brandenburg, meist nicht mal in Deutschland. Diese Verlagerung würde den ehemaligen Großindustriestandort Schöneweide den letzten Betrieb in diesem Bereich rauben. Und das erwarten wir auch von Ihnen, Herr Müller, als regierender Bürgermeister dieser Stadt, sich dafür einzusetzen, dass der ÖPNV auch eine Zukunft hat. Notfalls müssen Sie diese Ausschreibung zur Chefsache erklären. Mit Christian Gebler haben Sie immerhin einen der wenigen Verkehrsexperten als Chef der Staatskanzlei an Ihrer Seite. Die Linke, CDU und auch Ihre SPD stehen hinter unseren Forderungen. Also unterstützen Sie uns und beenden Sie endlich diesen politischen Blödsinn. Wir werden auch bei den Therapeuten diesen Weg weitergehen. Es ist unerträglich, dass Menschen 30, 40 Jahre arbeiten und zum Schluss nach ihrer Arbeit nicht das Mindeste zum Leben haben. Und dazu gehört es, dass es einen entsprechenden Mindestlohn gibt. Dazu gehört die Grundrente, die einen Lebensstandard im Alter auch absichert. Und wir wollen bis zum Ende dieser Legislaturperiode in Berlin, das heißt in 2,5 Jahren, die 12,63 Mindestlohn hier in Berlin haben. Das ist das, was die Leute brauchen, das Mindeste zum Leben. Aber es ist genauso unerträglich und wir müssen gemeinsam auch aufpassen. Es ist nicht nur Amazon und Google, dass nicht auch durch die Fehlentscheidungen, die in den Führungsetagen von VW und Bayer getroffen werden, zum Schluss die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Zeche zahlen. Das ist genauso unerträglich. Auch da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu einem Arbeitsplatzabbau kommt durch die Fehlentscheidungen in den Führungsetagen. Das ist auch wichtig für Arbeitsplätze und Investitionen in Europa und in unserem Land. Wir werden auch bei den Therapeuten diesen Weg weitergehen.